Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 76. Leider hatten wir gestern zum Schluss der Feuerprobe, was? Nein, der Folge, leichte Asynchronität. Nur mal, um euch zu informieren, das passiert, wenn man zu lange aufnimmt bei einigen Spielen. Und das war bei Fallout schon immer der Fall, dass die Tonspur irgendwann asynchron wird. Ich hatte jetzt keine Zeit, das zu korrigieren. Wie gesagt, deswegen sind es ja meistens nur bis zu 30 Minuten, weil ab der 30-Minuten-Marke steigt die Gefahr, dass Asynchronität auftaucht. Waren die Fenster schon immer so kaputt? Also. Na gut, wir wollten heute ein bisschen was bauen. Und zwar hier oben. Unsere Werkbänke, die müssen ehrlich gesagt mal wieder neu gemacht werden. So, als allererstes würde ich das hier aber gerne drehen. Damit es alles schön aussieht hier drin. Und das muss auch nochmal gedreht werden. Okay. Nein. Alles ein bisschen hakelig hier. So, das hier muss noch gedreht werden und dann sieht es top aus. Gut, dann drehen wir das nicht. Drehen wir alles in die andere Richtung. Das Spiel mag es anscheinend nicht, dass wir das drehen wollten. So, sieht doch gut aus. So, wir möchten bauen. Haben wir hier irgendwas gelagert? Nein, natürlich nicht. Ich hatte Hoffnung, dass es vielleicht nur ein Bug war. Gut. Wir haben hier unsere Waffenstation. Zack. Und unsere Rüstungswerkbank. Zack. So, damit haben wir die schon mal. Ich weiß nicht, ob es irgendwas bringt, hier jetzt Verteidigungsanlagen zu errichten. Ich bezweifle stark, dass es irgendwas bringt. Aber rein theoretisch könnten wir da auf dem Dach. Nur da kommen wir nicht hin. Bräuchten doch irgendwie. Ein Weg nach oben. Das könnte die Lösung sein, ist es aber nicht. Dann müsste ich nämlich von hier aus anfangen, eine Schräge da hochzubauen. Vielleicht machen wir das auch. Pack den Grill mal hier hin. Dann nehmen wir das und packen das. Lagern, lagern. Und das dahin. Dann gehen wir weiter auf die Wände zu. Eine kleine Wand. Eine kleine Wand. Halt, wir haben noch eine kleine. Achso, nee, das zählt nicht, ne? Das zählt nicht. Wände, eine kleine Wand packen wir hier hin. Müssen wir nur umdrehen. Umdrehen. Spiel. Leck mich doch, ey, ganz ehrlich. Dann machen wir das halt so. Ohne Worte. Kann man das denn rein theoretisch hier hinpacken? Okay, hier, das hier war das, ne? Na, nein! Dieses Spiel, das macht mich fertig. Das macht mich einfach fertig. Ne, ich will's andersrum. Ich will's andersrum hinbauen. Was ist denn dein scheiß Problemspiel? Wie mache ich das, dass die. Du willst nicht mobben spielen, ne? Das lasse ich nicht mit mir machen. Das lasse ich nicht mit mir machen. Gibt es hier überhaupt Rampen? Gibt es hier sowas?
Nicht, dass ich sie bauen könnte. Schräges Holzdach. Es ginge. Aber ich hätte es ehrlich gesagt gerne andersrum. Ich hätte es sehr, sehr gerne andersrum. Ich glaube, dass wir das tatsächlich hinkriegen. Wenn wir das jetzt doch hier hinpacken. Dann auf das Gelagerte gehen. Und dann den hier nehmen. Wo ist denn mein verdammtes Holzdach? Ach, ich hab's nicht gebaut, alles gut. So. Das geht. Okay. Ich habe das Gefühl, dass es gleich nicht gut aussehen wird. Wenn es nicht gut aussehen wird, dann lasse ich es bleiben. Alles wird gut. Alles wird gut, Leute. Ich raste hier jetzt nicht aus. So. Es geht. Es sieht kacke aus. Vor allem komme ich so auch nicht richtig gut hoch. Lassen wir es hierbei. Und dann können wir das da rein tun. Oder Treppen. Es wäre so schön, wenn ich diese Treppe hier hinbauen könnte. Kann ich sie wenigstens, wo zur Hölle kann man so eine Treppe hinbauen? Und hier an die Seite kann ich das auch nicht bauen, ne? Was ist das? Ein Stützbalken, den ich auch nirgendwo hinbauen kann. Kann nicht platziert werden. Dieses Teil muss an einem bestehenden Teil eingerastet werden. Überschneidung mit Objekten über. Ich hasse euch. Machen wir das so. Dann nehmen wir einen Boden. Selbstverständlich geht der. Überschneidung. Das heißt, wenn ich das hier jetzt wegnehme. Aleco mio, ey. Alle Gebäude müssen auf ein Fundament errichtet werden. Ich wette, es ist diese Wand. Was ist denn... Was zum Teufel ist im Weg? Kann das wenigstens mal rot leuchten? Ist doch nichts im Weg. Jetzt habe ich alles weggenommen, was im Weg sein könnte. Jetzt rastet das gar nicht mehr ein. Weil das verdammt nochmal nicht geht. Dreh durch. Ich dreh... Spiel! Da war's doch gerade! Da war's gerade! Nein, was mache ich denn? Oh. Oh. Lagern wir das Ding hier ein. Packen den Zaun hier wieder hin. Packen die Wand hier wieder hin. Packen
Die Wand hier wieder hin. Packen die Wand wieder hin. Wie, ich habe keine Wände mehr. Hä? Wieso fehlt mir jetzt eine Wand? Wollt mich doch verarschen. Hä? Naja. Oh, Einrichtungen, Werkstätten. Ja gut, jetzt. Zumindest etwas Gutes. Positives. Okay. Gelagert. Haben wir dann noch einen Boden gelagert? Nö. Ja, Böden. Ich würde am liebsten irgendwie gerne das hier hinbauen, aber das geht nur hier so. Ist ja kacke. Dies ist uncool. Na gut. So. Kann ich da jetzt drauf eine neue Treppe platzieren? Geht das? Oh! Ich muss ja nicht mal das hier bauen. Cool. Okay, wir brauchen ein Dach. Ich meine, selbstverständlich geht das nicht. Wäre auch zu schön. Ja, meine Fresse dann so. Doch egal. Oh. Jetzt kommen wir wenigstens aufs Dach rauf. Ist zwar nicht ganz so schön. Vielleicht werde ich da unter irgendwie noch was platzieren können. Ich weiß es nicht. Das Spiel ist nicht wirklich gut durchdacht im Bausystem. Okay. Geschütze. Bauen wir erstmal ein Geschütz hier hin. Wir werden die Geschütze dann später sowieso umplatzieren. Das erste dürfte es reichen, wenn wir hier so... Ach, Zahnrad, cool. Was haben wir hier noch? Knochenspiel. Damit wir was hören, oder was? Und wenn ich Stacheldraht platziere, dann laufe ich da auch selber drüber. Und ich meine, das ist jetzt nicht wirklich unauffällig. Wir können uns auf jeden Fall gut schützen. Früher oder später. Aber gut, wir haben jetzt erstmal ein Geschütz. Das wird erstmal reichen. Wir können ein bisschen basteln. Yay! Gott, ich bin glücklich. Hab's geschafft. So. Okay. Erstmal Gegenstände verwerten. Zack. Die Uniform werden wir einlagern. Modifizieren und reparieren. So. Jetzt geht's aber ran da. Das kann ich ja eh noch nicht verwenden. Obwohl, das werden wir zu Sniper ausbauen. Das werden wir zu Sniper ausbauen, Freunde. Ja, was haben wir denn hier? Wir müssen erstmal alles, was nicht zu unseren normalen Waffen gehört, entfernen. Verschießt leere Spritzen. Es wäre schön, wenn es volle Spritzen verschießen würde. Ich weiß nicht, wollen wir die Schaufel behalten? Ja, eigentlich kann die weg. Eigentlich kann die weg. Taktische Laserpistole. 21, 26. Ja, gut. So, unsere 44er ist immer noch besser. Da kann das weg. Leistungsstarker Verschluss. So. Rest ist so in Ordnung, ne? Okay, modifizieren, reparieren. Schauen wir uns mal hier um. Ich habe übrigens Kleidung im Atomic Shop gefunden, das ich jetzt echt haben möchte. Dafür brauchen wir 1300 Atom. Und bis dahin dauert das noch ein bisschen, bis wir das wirklich nutzen können. Aber naja. Injektor. Was kann man dann da so Schönes machen? Nichts. 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 Ja, cool. Wir haben also noch nichts, was wir darauf bauen könnten. Genauso wenig wie hier. Müssen wir auch alles noch finden. Ich muss sagen, die Pumpgun ist echt cool. Da haben wir ja ein bisschen was dazu bekommen, ne? ...55 Schaden. Präzision wird ein bisschen verbessert. Reflexvisier. Ah, nichts Großartiges hier, ne?
Laserpistole. 26 Schaden. Das ist doch die gute, ne? Ja, Stufe 15. Das ist unsere jetzige. Ich glaube, die müssen wir auch nicht verbessern. Weil wir kriegen ja sowieso eine bessere, ne? Wir müssen auf jeden Fall die Axt reparieren. Reparieren mit Kleber. Brauchen viel mehr Kleber. Jetzt habe ich keinen Kleber mehr, oder? Okay, was ist noch ganz wichtig? Die Pumpgun, die kann eigentlich weg. Wir haben ja diese Pumpgun. Ja, definitiv. Ganz schön kompliziert hier. Kurze Pumpgun kann weg. So. Modifizieren, reparieren. Wir müssen auf jeden Fall jetzt unbedingt gucken, dass wir unsere Sachen heile halten. Vor allem die Sachen, die wir brauchen. Die Laserpistole ist jetzt nicht so wichtig. Wir haben ja jetzt noch diese Laserpistole. Wir sind auf welchem Level sind wir überhaupt? Wir sind jetzt auf Level... Können wir das irgendwo sehen? Ne, das ist nur das Menü. Stufe 12. Wir sind also nicht allzu weit entfernt. Aber drei Level. Wir haben auch nur vier Zellen. Weißt du was? Solide Laserpistole. Du wirst auch verbraten. Dich brauchen wir nicht. Ich muss nämlich abwiegen, was ich brauche und was nicht. So. Weil dann reparieren wir einfach diese Laserpistole. Ohne Kristall wird das aber nichts. Halt, nein. Gut, da wird das Gewicht verringert. Jetzt nicht so der Hit. Reichweite. Plus Schaden. Kristalle und Glasfaseroptik. Ja, so ein Scharfschützenlauf. Ich baue alles auf Scharfschütze. Ich liebe Scharfschütze. Können aus der Pistole auf jeden Fall ein Gewehr machen. So, haben wir hier noch Visiere. Bindungsbremse haben wir noch nicht und Lackierung haben wir auch noch nicht. Okay, das wäre damit durch. Ich glaube nicht, dass wir aus der 10 mm irgendwas Großartiges rausmachen können. Wir können die Feuerrate erhöhen, das ist jetzt nicht so wirklich der Burner. Kurzer Lauf. Stummellauf. Längerter Lauf. Wir brauchen dafür aber auch nur eine Schraube. Aber mit 17 Schaden sehe ich da auch keinen Grund drin, 10 mm zu verbessern, obwohl wir auch ziemlich viel 10 mm bekommen. So ein Schalldämpfer wäre ganz nice. Aluminium. Ja gut, wir können die 10 mm nicht großartig verbessern, deswegen lohnt sich das nicht, irgendwas da zu machen. Ach Gott, Leute. Zerquetschter Kolben. Wir können momentan echt nicht viel aus unseren Waffen rausholen. Unser Level ist einfach noch zu gering. Aber gut. Wir müssen auf jeden Fall unsere Klamotten reparieren, weil die auch schon ziemlich kaputt sind. Hier, das hier zum Beispiel. Geht das noch? Ja, da fehlt uns natürlich dieser Kleber. Immer dieser Kleber. Klaus Kleber, warum bist du so scheiße? So, das ist ja unser Jagdgewehr, ne? Haben wir jetzt mehrere davon? Die Schrot, die Schwarzpulverpistole. Wir haben zwei Stück. Eine kann weg. Panzerbrechend. Das Jagdgewehr entferne ich mal. Komm, das Jagdgewehr kann weg. Das normale. Das brauchen wir nicht.
Wir müssen echt abwägen, dass wir nicht zu viel mitnehmen. Wirklich nur das Notwendigste. Wir haben halt zwei Stück davon, ne? Tschüss. Gut, dann können wir jetzt wieder weiter. Meine Sachen sind immer noch nicht ganz heile, aber egal. Und wir wollen ja, finde den nächsten Tagebucheintrag. Wir werden da jetzt einfach schnell hinreisen. 14 Kronkorken muss ich mir leisten. Schön. Wie, ich habe schon 20 Minuten voll. Mann. Sorry, wir haben heute echt nichts gerissen. Tut mir echt leid, aber man muss sich auch mal vorbereiten. Wir werden jetzt noch. Komm, ich hau noch 5 Minuten drauf. Das ist ein bisschen schade, aber naja. Ich wünschte, ich hätte mehr machen können. Aber manchmal geht das einfach nicht. Komm, wir können auf jeden Fall diesen Auftrag noch irgendwie anfangen. Okay, die Gude sind einfach umgefallen. Oder auch nicht. Jetzt schon. Ist ja nichts für mich hier. Warte, ich muss nachladen. Danke. So. Schallplatte. Ich darf nicht so viel Müll mitnehmen. Habe ich meinen Müll überhaupt abgeladen? Okay, Schrauben. Nein! Zero, kein Scheiß mitnehmen. Kein Scheiß mitnehmen. Lupe. Du bist mir doch Glas oder Kristall oder irgendwas. Level 1. Okay, Morgantown High School. 10 mm Patronen. Wir sollten auf jeden Fall mehr 10 mm verwenden. Das wäre jetzt nicht so stark. Aber davon haben wir mehr als genug Munition. Zumindest gegen Mobs ist das recht von Vorteil, wenn wir nur 10 mm Munition benutzen. Okay. Hallo, du hast mich nicht gesehen. Hier wird auf jeden Fall geschossen. Autopsie-Brettspiel. Abspielen. Wieso habe ich die zweiten nicht? Persönliches Aufsehertagebuch. Ich war in der 11. Klasse, als ich die Nachricht erhielt, dass Mama gestorben war. Ein Bergbauunfall. In jeder Familie in West Virginia gab es so etwas. Man dachte nur immer, man würde nie selbst davon betroffen sein. Papa war am Boden zerstört. Ich hielt mich noch mehr in der Bibliothek auf als zuvor, obwohl ich sowieso schon fast dort gewohnt hatte. Und Erwin. Mann. Erwin. Mama hatte uns erst ein paar Monate vorher miteinander bekannt gemacht. Er hatte ein Jahr vor mir die Schule beendet und sofort im Bergbau gearbeitet. So stattlich. Und diese Arme. Welches Mädchen aus West Virginia könnte dem widerstehen? Unglaublich, dass er bei mir geblieben war. Nach der Beerdigung wollte ich niemanden in meiner Nähe haben, aber er war da. Nach der Schicht kam er mit einer Lunchbox für uns in die Bibliothek. Jeden Tag. Als die Jobmesse stattfand und ich die Leute von Vault-Tec traf, war das wie eine Offenbarung. Familien beschützen. Ihre Zukunft beschützen. Amerika beschützen. Als ich meine Zulassung zur Vault-Tec-Universität bekam, ging ich als erstes mit Papa zu Mamas Grab. Er war froh, dass ich in West Virginia blieb. Und ich auch. Ich wollte doch den Ventilator haben. Was genau ist mit dir jetzt passiert? Gedacht, er lebt noch. Bewegt er sich einfach?
Wir müssen den Ventilator erreichen. Wir müssen wieder hoch. Okay. Madame mag es also, andere Leute zu beschützen. Warum ist sie dann abgehauen? Ventilator. Sonst ist hier nichts. Terminal. Oh, ich habe keine Hacker-Skills. Bräuchte noch ein paar Level-Ups. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Hacker-Skills. Loot-Paket. Mechanikeranzug. Oh. Den nehme ich mit. Ich muss viel mehr Gegenstände als Suchen markieren, ne? Damit ich weiß, was ich brauche. Ich glaube, Reagenzglas. Ich bin mir nicht so sicher. Stufe 0 Schloss. Damit jeder auch reinkommt. Wozu ist das ein Stufe 0 Schloss? Mögen sie es vielleicht, Leute zu quälen? Ich weiß es nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Bethesda so ist. Hey! Böse Kakerlake! Hallo? Okay. Ja. Ich wurde von einem Papierkorb angegriffen! Kommt da mir plötzlich so ein Papierkorb entgegen. Da musste ich vor lauter Angst gerade schon spucken. Da habe ich erstmal meinen Monitor angespuckt. So, oh, ein Stealth Boy. Das kann ich nutzen, falls ich gesucht werde. Also wenn ich gesucht werde, nutze ich einfach den Stealth Boy und dann schleiche ich da durch die Gegend und diese... Sie finden mich da nicht. Wie dieser eine Penner, den ich nicht gefunden habe. Hat er vielleicht einen Stealth Boy benutzt? War das vielleicht so? Seife. Nee, ich werde sicherlich nicht die Seife aufheben. Oh. Oh, hier ist sonst nichts, was wir gebrauchen können, oder? Ich glaube, Aluminium brauchten wir noch ganz viel. Wie gesagt, ich hätte es echt markieren sollen. Ich ärgere mich darüber, dass ich nicht markiert habe, was ich brauche. Waffen zum, oh, 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 zum Auseinandernehmen sind immer gut. Noch ein Ventilator. Oh, ich bin so glücklich. Telefon, ich weiß nicht. Sind da Schaltkreise drin? Ich weiß es nicht. Vorsichtshalber mal mitnehmen. Kann ja nicht schaden. Weiß ich, guck, was war das? Papierschneider. Ich fürchte, das ist Müll. Bin mir aber nicht so sicher. Hier geht's noch höher. Okay, rauf aufs Dach. Und da würde ich sagen, beenden wir die Folge. Ich habe jetzt schon wieder länger gemacht, als ich wollte. Ich hoffe, dass es nicht asynchron ist. Es könnte nämlich sein, dass als ich rausgegangen bin, es asynchron wurde. Aber ich habe jetzt noch eine Stunde Zeit, bevor ich zur Arbeit muss. Von daher könnte ich das sogar noch schneiden. Momentan ist nämlich meine Zeit ein bisschen rar, aber... Noch knapp 2 Wochen und dann habe ich Urlaub. Leute, Urlaub. Ich freue mich schon. Endlich genug Zeit aufzunehmen, ganz entspannt. Dank ihrer dicken Schichten aus Tierhaut eignen sich die Lederrüstung von... Was? Ich wollte gerade lesen. Das war wirklich eine Info, die wir hätten gebrauchen können. Egal. Aber jetzt wird es mir erst klar mit dem Stealth Boy. Es kann gut sein, dass der Typ eine Stealth Boy benutzt hat, um nicht gefunden zu werden. Dass er sich irgendwo hingehockt hat und sich dann Keks gefreut hat. Na, jetzt ist zu spät. Ein Stealth Boy. Raffinierter kleiner Bengel. War das nicht sogar hier irgendwo, dass wir ihn gesucht haben? War das sogar nicht die Ecke? Wieso ist hier eine Schule auf dem Dach? Wer macht denn sowas? Red Rocket? Sieht auf jeden Fall so aus. Red Rocket Team. Nee, das war... Wie hieß das bei Dragon Ball? Das war nicht das Red Rocket Team. Das war... wie hieß diese komische Bande bei Dragon Ball nochmal? Red...
Red Riven? Red Riven Armee? War das die Red Riven Armee? Ich glaube, das war die Red Riven Armee. Ich bin mir nicht sicher. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Jetzt muss ich es wissen. Red Riven war das doch, oder? So, Freunde. Ja gut, ich würde sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle und sehen uns dann morgen zu einer neuen Folge wieder. Und dann gucken wir mal, was wir noch so schaffen werden. Haut rein, euer Zero. Tschüss.